Hilfe, 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 Daniel! Ich lasse mir gerade meine Haare lang wachsen und einige meiner Haare fallen einfach aus. Ist das normal? Ruhig, Brauner. Korte erklärt dir jetzt, warum das so ist. Wenn du kurze Haare hast und hin und wieder mal ein Haar verlierst, das fällt gar nicht großartig auf, ja? Weil deine Haare halt relativ kurz sind. Und wenn du deine Haare lang wachsen lassen möchtest oder gerade in der Phase bist, wo du deine Haare lang wachsen lässt und deine Haare immer länger und länger werden, dann fällt das natürlich auf, wenn deine Haare rausfallen. Warum? Weil deine Haare einfach länger sind. Und wenn deine Haare dann wirklich richtig lang sind, so wie meine jetzt, dann findest du überall Haare. Dann findest du Haare in der Dusche, im Abfluss, im Kamm oder sonst wo in der Wohnung. Und heute habe ich jetzt mal alle Haare, die mir beim Haare waschen ausgefallen sind. Also ich habe mir heute Morgen meine Haare gewaschen mit Shampoo und Conditioner. Und alle, die mit beim Haarewaschen ausgefallen sind, habe ich hier in diese Klarsichtfolie reingepackt. Und wenn du wissen möchtest, wie viele Haare mir hier ausgefallen sind heute Morgen beim Duschen, ja, dann bleib auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dran. Und wenn einem dann die Haare ausfallen, wie auch zum Beispiel mir heute Morgen nach dem Duschen, nach dem Haarewaschen, dann stellt man sich natürlich die Frage, ist das normal? Bekomme ich jetzt eine Glatze? Habe ich Haarausfall? Was ist denn da eigentlich los? Und ich kann dich an dieser Stelle jetzt erstmal beruhigen. Haarausfall, also dass du Haare verlierst, ist vollkommen normal. Jedes Haar, was du nämlich auf dem Kopf hast, durchläuft einen Haarzyklus. Bedeutet, der Haarzyklus besteht aus Wachstumsphase, Übergangsphase und Ruhephase. Und der Großteil der Haare befindet sich in der Wachstumsphase, ein anderer kleinerer Teil in der Übergangsphase und wiederum ein anderer kleinerer Teil in der Ruhephase. Und irgendwann, wenn die Haare den Haarzyklus durchlaufen haben und in der Ruhephase sind und die Stoffwechselaktivität der Haare eingestellt wird, dann fällt das Haar irgendwann einfach so aus. Ja, das ist ganz normal, das ist bei jedem Menschen so, da brauchst du dir auch erstmal gar keine Gedanken machen. Kommen wir jetzt zu der Frage, wie viele Haare darf man denn am Tag eigentlich verlieren? Und wenn man da so ein bisschen recherchiert und in der Literatur nachliest, da sieht man dann ganz schnell, okay, da gibt es so eine magische Grenze von 100 Haaren pro Tag. Also 100 Haare am Tag zu verlieren, ist ganz normal. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du tagtäglich gleich viele Haare verlierst, beziehungsweise dass du vielleicht auch mal so ein Büschel Haare in der Hand hast, dann solltest du auf jeden Fall mal den Onkel Doktor anrufen. Und jetzt möchte ich auch noch mal kurz auf die Hauptgründe eingehen, warum man eigentlich Haare verliert. Erster Punkt, ganz klar beim Haarewaschen. Ja? Wenn du deine Haare zum Beispiel mit Shampoo und Conditioner wäschst, wie ich heute Morgen, dann verlierst du einfach Haare. Ja? Das ist ganz normal. Du massierst ja zum Beispiel das Shampoo auf deine Kopfhaut ein und hast nachher den Conditioner und massierst den Conditioner in deine Haarspitzen ein und dabei verliert man einfach Haare. Das ist auch vollkommen normal. Und nach dem Haarewaschen, dann sieht man bei mir jetzt zum Beispiel ganz dolle, wenn du in den Abfluss schaust, da liegen da einfach mehr Haare als gewöhnlich. Ja? Ist einfach so. Ein zweiter Grund, wie du Haare verlierst, ist zum Beispiel das Haare abtrocknen. Wenn du zum Beispiel aus der Dusche kommst und deine nassen, feuchten Haare abrubbelst, ja, mit so einem Handtuch trocken rubbelst, dann ist es natürlich klar, dass aufgrund der Reibung zwischen Haar und Handtuch einfach Haare flöten gehen. Deshalb meine Empfehlung, wenn du die lange Haare wachsen lässt und aus der Dusche rauskommst, dann würde ich dir empfehlen, nicht deine Haare trocken zu rubbeln, sondern einfach ganz vorsichtig abzutupfen, damit du halt weniger Haare verlierst. Grund 3, warum du Haare verlierst, ist zum Beispiel aufgrund von Hitze. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich tagtäglich morgens die Haare föhnt oder tagtäglich die Haare glättet, logischerweise fallen dabei einfach auch vermehrt Haare aus. Teilweise, wenn du zum Beispiel zu doll Hitze an deine Haare ranlässt, dann kann es natürlich auch sein, dass deine Haare einfach abbrechen, ja, nicht ausfallen, sondern abbrechen, aber das gibt dir natürlich trotzdem das Gefühl, dass du Haare verlierst. Ein anderer Grund, warum zum Beispiel Haare ausfallen können, ist zum Beispiel der, dass ein Haar einfach am Ende des Haarzykluses angekommen ist. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn das Haar sich zum Beispiel in der Ruhephase befindet und dann irgendwann die Stoffwechselaktivität eingestellt ist, dann fällt es einfach aus. Das ist normal. Ein anderer Grund, warum du auch Haare verlierst, ist ganz einfach das Haare kämmen bzw. das Haare bürsten. Ich persönlich kämme meine Haare nur mit einem groben Kamm. Wenn du zum Beispiel deine Haare bürstest, dann verlierst du dort umso mehr Haare, weil du halt deine Haare so noch ein bisschen doller ziehst beim Bürsten. Deshalb meine Empfehlung immer, einen groben Kamm zu nehmen und deine Haare immer vorsichtig runter zu kämmen. Aber auch bei einem groben Kamm verlierst du hier und da einfach mal ein Haar. Ja, ist einfach so. Ein bisschen Verlust ist beim Haare kämmen einfach dabei. Und wenn du das Video natürlich bis zum jetzigen Zeitpunkt angeschaut hast, dann möchtest du natürlich jetzt wissen, wie viele Haare ich heute Morgen beim Haare waschen verloren habe. Also ich habe hier alle Haare reingepackt. Ich habe meine Haare mit Shampoo und Conditioner gewaschen und alle Haare, die im Abfluss waren, habe ich hier reingepackt und anschließend habe ich meine Haare auch noch gekämmt mit einem groben Kamm und auch die Haare, die ich beim Haare kämmen verloren habe, habe ich auch hier mit reingepackt. Und hier sind jetzt insgesamt drin, tatsächlich, ich habe es eben gezählt, sage und schreibe 86 Haare. Ja? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich so viele Haare am Morgen verliere, aber gut, Leute, das ist so. Man muss einfach ein bisschen ruhig bleiben. Also falls du da draußen gerade deine Haare lang wachsen lässt und auch hier und da Haare verlierst, einfach locker bleiben, ruhig bleiben. Es ist ganz normal, also alles easy.